Gödeon trat vor. »Deine Macht ist zu Ende, Akren«, rief er. Die Königin erbebte, dann wandte sie sich um und floh aus der Halle. Taran eilte auf Alönwi zu, ohne auf die Flammen zu achten, und bemühte sich um das bewusstlose Mädchen. Gödeon folgte Akren, hinter ihm der Barde mit gezogenem Schwert. Mark war verschwunden. Gorgi und Prinz Run kamen Taran zu Hilfe. Nach wenigen Augenblicken kehrte Fleftur schreckensbleich zurück. »Mark hat die Torflügel zur See aufgerissen«, schrie er. »Der Satan will uns ersäufen!« Schon vernahm man in der Halle das Donnern der Brandung. Kerkulur erzitterte. Taran lud sich das bewusstlose Mädchen auf die Schultern und suchte, durch eine verfallene Türöffnung zu entkommen. Fleftur geleitete die Gefährten zu jener Stelle, wo sie vielleicht ihr Boot noch finden konnten. Sie folgten ihm, erkannten aber bald, dass ihre Lage aussichtslos war. Denn die eisernen Tore waren durch die anstürmenden Wogen nahezu aus den Angeln gerissen. Sie waren ausgesprengt und nach innen gedrückt. Die schäumende Flut stürmte hemmungslos auf die Insel ein. Draußen, auf dem aufgewühlten Meer, trieb auf dem Kamm einer Woge Akrens Schiff mit flatternden Segeln. Die überlebenden Soldaten klammerten sich verzweifelt an die Bordwand und versuchten hineinzuklettern. Im Bug stand Mark, das Gesicht hassverzerrt, und schüttelte die Faust gegen die zusammensinkende Burg. Die Trümmer von Gödeons Boot tanzten in der kochenden Gischt. Damit waren alle Möglichkeiten zur Flucht vernichtet. Die äußeren Mauern brachen unter dem Anprall der See zusammen. Steinblöcke erbebten und stürzten herab. Die Türme von Kerkulur wankten. Der Boden unter Tarans Füßen zitterte. Gödeons Stimme übertönte den Tumult. »Hier sind wir verloren! Springt von den Mauern, oder sie werden euch begraben!« Der Fürst von Don erstieg den höchsten Uferfelsen, wohin sich Akren geflüchtet hatte. Er suchte die Königin zu retten, aber sie setzte sich unter wilden Verwünschungen verzweifelt zur Wehr. Gödeon fand keinen Halt mehr und stürzte, als die Felsen unter ihm nachgaben. Die Reste der Mauern brachen zusammen, ein Wasserstrahl zischte zum Himmel. Taran hielt Alönwi wie fest umklammert. Die Wogen rissen sie davon, zogen sie hinab, warfen sie gnadenlos hin und her. Der Burgfelsen zerbarst und versank in einem kochenden Strudel, der auch Taran zu erfassen drohte. Mühsam kämpfte er sich frei. Doch schwere Brecher, wie wild gewordene Hengste schlagend, stießen ihn umher. Noch durfte er hoffen, denn die schäumenden Wogen schienen ihn und seine zarte Last näher ans Ufer zu spülen. Schon glaubte er, wie durch einen Schleier den rettenden Sand zu erkennen. Mit seinem freien Arm machte er noch einen schwachen Versuch, darauf zuzusteuern, aber bei dieser letzten Anstrengung verließen ihn seine Kräfte endgültig. Er versank in dunkle Bewusstlosigkeit. Taran erwachte unter einem grauen Himmel. Das Brüllen, das er vernahm, war nicht die Brandung. Zwei ungeheure gelbe Augen starrten ihn an. Das Brüllen wurde lauter, er spürte einen heißen Atem im Gesicht, und als er klarer sah, erkannte er scharfe Zähne und ein paar pinselgeschmückte Ohren. Verwirrt bemerkte er, dass er flach auf dem Rücken lag und dass Lian über ihm stand und eine ihrer mächtigen Tatzen auf seiner Brust hatte. Entsetzt schrie er auf und suchte, sich frei zu machen. »Hallo, hallo!« Prinz Run beugte sich über ihn, ein breites Grinsen auf seinem runden Gesicht. Neben ihm stand Fleftur. Der Barde war, wie Run, tropfnass und schlammbedeckt. Aus seinem gelben Haar hingen triefend Schilfstängel. »Nur ruhig«, sagte Fleftur. »Lian tut dir nichts. Sie will nett zu dir sein, auch wenn sie's etwas täppisch anstellt.« Er tätschelte den mächtigen Kopf der Katze und kraulte sie unter ihren starken Kiefern. »Komm, Lian«, schmeichelte er, »du bist doch ein gutes Kätzchen. Stell dich nicht auf meinen Freund, er ist noch nicht ganz bei sich.« »Benimm dich, und ich will dir auch ein schönes Lied vorspielen, wenn meine Saiten wieder trocken sind.« Fleftur wandte sich wieder Taran zu. »Wir haben Lian viel zu danken, eigentlich alles. Sie fischte uns alle miteinander aus der Brandung, so wie uns das Meer anspülte. Sonst wären wir, fürchte ich, immer noch dort.« »Es war wirklich erstaunlich«, warf Prinz Run ein. »Ich dachte sicher, ich sei schon ertrunken.«
Und das Merkwürdigste daran ist, dass es mir gar nicht merkwürdig vorkam. Ich erschrak zuerst furchtbar, als ich wieder zu mir kam und Lian neben mir saß, sagte Fleftur. Sie hatte meine Harfe zwischen ihren Pfoten, als könnte sie es nicht erwarten, bis ich wieder erwachte, um weiterzuspielen. Das gute Vieh ist ganz verrückt nach meiner Musik. Und deshalb ist sie uns den ganzen Weg nachgelaufen. Beim großen Bilin, das war unser Glück. Aber ich denke, sie hat jetzt auch verstanden, dass man nicht immer alles haben kann. Sie war wirklich sehr artig, fügte er hinzu, als Lian ihren Kopf so heftig an ihm rieb, dass er schier das Gleichgewicht verlor. »Wo sind die anderen?« unterbrach ihn Taran beunruhigt. »Kaf ist leider nirgends zu sehen. Gogi ist weggegangen, um Treibholz für ein Feuer zu holen,« erwiderte der Barde. »Der arme Kerl, er fürchtet sich immer noch vor Lian. Aber er wird sich schon an sie gewöhnen. Ich habe sie direkt lieb gewonnen. Man findet selten einen so guten Zuhörer. Ich denke, ich behalte sie.« »Oder«, fügte er schmunzelnd hinzu, als Lian mit ihren Schnurrbarthaaren seinen Nacken koste und mit ihrer Tatze nach ihm griff, »vielmehr umgekehrt.« »Was ist mit Dailondi und Gwydion?« unterbrach Taran Flefdurs Redefluss. Der Barde senkte den Blick. »Ja nun«, brummte er, »sie sind hier. Gwydion hat alles getan, was in seiner Macht steht.« Mit wachsender Unruhe richtete sich Taran auf. Im Schutz einiger Felsen kniete Gwydion neben zwei Gestalten. Mit unsicheren Schritten ging Taran hinüber. Gwydion blickte auf und sah ihn voll Anteilnahme an. »Ailonvi lebt«, sagte er und beantwortete die Frage, die er in Tarans Augen las. »Mehr kann ich dir nicht sagen. Aber so viel weiß ich. Akrin hat keine Macht mehr über sie.« »Akrin? Ist Akrin tot?« fragte Taran mit einem Blick auf die schwarz verhüllte Gestalt. »Nein, auch Akrin lebt«, antwortete Gwydion. »Sie schwebte lange zwischen Leben und Tod. Doch ihre Macht ist jetzt gebrochen. Dies ist die Lösung des Rätsels, die ich erst verstand, als ich vor ihr in der großen Halle stand. Zuerst war ich nicht sicher. Als ich aber erkannte, dass sie wirklich lieber sterben, als Ailonvi hergeben würde, da wusste ich, dass sie nicht mehr über ihre Zauberkünste gebot. Ich las es aus ihren Augen, hörte es an ihrer Stimme. Der Sieg begann ihr zu entgleiten seit dem Augenblick, da sie mit Fürst Anuvin brach. Der Zauber von Kaer Kulur war ihre letzte Hoffnung. Jetzt, da er dahin ist und Kaer Kulur auf dem Grund des Meeres liegt, brauchen wir Akrin nicht mehr zu fürchten.« »Ich fürchte sie noch immer«, antwortete Taran. »Und Kaer Kulur werde ich nie vergessen.« »Akrin sagte die Wahrheit«, fuhr er ruhig fort. »Ich hatte nicht die Kraft, sie weiter anzuhören. Ich war bereit, das Versteck des Peledrin zu verraten und hoffte, ihr würdet mich niederschlagen, ehe es so weit kam. Und dann«, fügte Taran verwirrt hinzu, »wart ihr es, der sprach.« »Es war zwar gefährlich, aber es musste gewagt werden«, erwiderte Gwydion. »Ich hatte gewisse Vermutungen über das eigentliche Wesen des goldenen Spielzeugs. Da nur die Kugel die Schrift erhellen konnte, konnte auch nur sie die Schrift vernichten. Nur so konnte Ailonvi erlöst werden. Mit welchen Folgen für sie, das konnte ich nicht genau wissen. Sie macht nun eine schwere Krise durch. Vielleicht ist es zu viel für sie.« »Dürfen wir sie aufwecken?« flüsterte Taran. »Rühr sie nicht an«, sagte Gwydion. »Sie muss von selbst erwachen. Wir können nur warten und hoffen.« Taran senkte den Kopf. »Ich hätte mein Leben hingegeben, um sie zu schützen. Und ich würde es jetzt hingeben, um ihr das alles zu ersparen.« Er lächelte bitter. Akrin fragte, was wohl das Los eines Hilfsschweinehirten sein werde. Eine Frage, die auch ich mir oft gestellt habe. Ich sehe ein, dass das Leben eines Hilfsschweinehirten ohne besonderen Nutzen und ohne Bedeutung ist. Es hat nicht einmal viel Sinn, es für einen anderen hinzugeben.« »Denk an den Prinzen«, antwortete Gwydion. »Was wäre aus ihm, was wäre aus den Gefährten geworden, ohne dich?« »Ich habe meinen Eid nicht gebrochen«, erwiderte Taran. »Der Prinz wird unverletzt heimkehren.« »Und wenn du diesen Eid nicht geleistet hättest«, fragte Gwydion, »hättest du dann nicht ebenso gehandelt?« Taran schwieg eine Zeit lang. Dann nickte er. »Ihr habt recht. Ich glaube, ich hätte nicht anders gehandelt. Mich band mehr an ihn als der Eid. Er brauchte meine Hilfe und ich die seine.« Er blickte Gwydion an. »Ich weiß noch, wie ein Fürst von Don einem tölpelhaften Hilfsschweinehirten beistand.
Muss dann nicht auch ein Hilfsschweinehirt einem Fürstensohn beistehen? Fürstensohn oder Hilfsschweinehirt, sagte Gwydion, die Menschen sind aufeinander angewiesen, ihre Schicksale sind miteinander verwoben. Und mir hast du ein grausames Schicksal auferlegt, Fürst Gwydion, kam Akrins Stimme. Die düstere Gestalt hatte sich erhoben. Akrin hielt sich am Felsen fest, um aufrecht stehen zu können. Ihr Gesicht war abgezehrt, ihre Schönheit zerstört. »Warum hast du mir meinen Tod nicht gegönnt? Der Tod wäre mir eine Wohltat gewesen!« Taran schrak zurück, als die einst so hochmütige Königin den Kopf erhob. »Du hast mich vernichtet, Gwydion!« schrie sie, und ihre Augen blitzten vor Wut. »Hoffst du vielleicht, mich dir zu Füßen zu sehen? Bin ich wirklich am Ende?« Akrin lachte rau. »Eines bleibt mir noch!« Erst jetzt sah Taran, dass sie ein verwittertes Stück Holz in der Hand hielt. Sie hob es hoch, und statt des Holzes lag ein blinkender Dolch in ihrer Hand. Mit einem Triumphschrei richtete sie die Spitze gegen ihre eigene Brust. Gwydion sprang auf und packte sie am Handgelenk. Akrin leistete erbittert Widerstand, als er ihr die Klinge entriss. Aus dem Dolch wurde wieder ein Stück Holz, das Gwydion zerbrach und fortschleuderte. Schluchzend fiel Akrin in den Sand. »Deine Zauberkünste waren immer die Künste des Todes«, sagte Gwydion. Er kniete nieder und legte sanft seine Hand auf ihre Schulter. »Suche das Leben, Akrin.« »Mir bleibt das Leben einer Ausgestoßenen«, schrie Akrin und wandte sich ab. »Überlass mich meinem Schicksal.« Gwydion nickte. »Ja, du musst deinen eigenen Weg gehen, Akrin«, sagte er leise. Sollte er nach Kaer Dalben führen, dann wisse, Dalben wird dich nicht von seiner Schwelle weisen. Am Himmel waren dunkle Wolken aufgezogen. Obwohl Mittag kaum vorüber war, lagen Schatten über den hohen Klippen am Ufer. Gurgi hatte ein Feuer aus Treibholz entzündet. Die Gefährten saßen schweigend da und wachten über Eilonvis Schlaf. Unten am Strand hatte sich Akrin allein, eingehüllt in ihren schwarzen Mantel, niedergekauert. Sie regte sich nicht. Den ganzen Morgen war Taran nicht von Eilonvis Seite gewichen. Er fürchtete, sie könnte nie wieder die Augen öffnen. Oder, kaum tröstlicher für ihn, als eine Fremde unter Fremden erwachen. Niemand, auch Gwydion nicht, wagte vorauszusagen, wie lange diese Ohnmacht dauern werde. »Nur Mut«, versuchte Gwydion zu trösten. »Es ist gut, dass sie schläft. Besser jedenfalls als alle Tränke, die ich ihr geben könnte.« Eilonvi wurde unruhig. Taran sprang auf. Gwydion legte eine Hand auf seinen Arm und drängte ihn sanft zurück. Mit ernstem Gesicht beobachtete er, wie Eilonvi die Augen öffnete und langsam den Kopf hob.